Hallo und herzlich willkommen beim Opti-Griller. Heute zeige ich euch den Opti-Grill Elite XL. Der kommt ganz neu raus, erst im November. Und da ein paar Programme dazu kamen, wurde das hier neu gegliedert nach Fleisch und Fisch und Gemüse und Sandwich. Und ich wähle jetzt mal ein neues Programm aus, nämlich vorgegarte Würstchen. Das war vorher ja nicht mit einem Automatikprogramm möglich. Und im Wurstprogramm sind die dann immer extrem aufgeplatzt. Und man sollte dann den manuellen Modus nehmen. Und jetzt gibt es aber da ein Programm dafür. Dann habe ich hier mal ein paar Frankfurter Rindswürste. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Hier nach 12,5 Minuten soll das fertig sein. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht alles komplett aufgeplatzt ist. Schauen wir mal rein. Ja, da ist schon ein bisschen was angeplatzt, aber es sieht nicht so dramatisch aus, wie man es aus dem alten Opti-Grill im Wurstprogramm kennt. Und jetzt schneiden wir mal die Rindswürste in kleine Stücke. Mal kurz probieren, super. Und dann machen wir jetzt mal eine Rindscurrywurst raus. Einmal zwei Würste klein schneiden. Bisschen Tomatenketchup drüber. Currypulver. Dann noch ein paar rote Zwiebeln dazu und fertig ist der Snack. Das hat schon mal gut geklappt, also das Programm lohnt sich auf jeden Fall schon mal. So, dann machen wir Test Nummer 2. Wir heizen den Opti-Grill Elite XL im Steak-Programm vor, nämlich mit Grillboost. Das ist nämlich die besondere Funktion des scharfen Anbratens, die man nur bei den Elite-Modellen hat. Und dadurch bekommt man wirklich richtig Röstaroma ans Fleisch. So, dann legen wir mal die Kalbskoteletts rein. Und dann lassen wir die mal so bis zur Stufe Medium ein bisschen weiter noch laufen. Das eine nehmen wir schon ein bisschen früher raus. Lassen wir das andere nochmal drin. Man kann das ja auch hier zwischendrin drehen. Kann ja jederzeit wieder zuklappen und das Programm weiterlaufen lassen. Und dann nehmen wir auch das raus und fertig sind unsere beiden Kalbskoteletts und die sehen super aus. Also die haben ja ordentlich Farbe drauf gekriegt. Also das ist echt ein Riesenfortschritt hier mit dem Grillboost. Super. Und solche Grillstreifen hat man mit den Vorgängermodellen einfach nicht geschafft. Dann kommt noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf, mehr braucht man dazu auch nicht. Jetzt wird noch der Knochen abgetrennt und nun schneide ich das Steak in Tranchen. Und das sieht super aus. Also guck mal, wie mega saftig das geworden ist. Also ein richtig gutes Ergebnis, sowohl saftig als auch ordentlich Röstaroma drauf. Das hat geklappt. So, Test Nummer 3. Jetzt mal was Vegetarisches und ich muss zugeben, darin bin ich kein Profi. Ich bin eigentlich ein Hardcore-Fleischesser. Aber ich habe gesehen, hier ist diese vegetarische Steak-Funktion und da habe ich jetzt mal vegane Patties drin gemacht und bin mal gespannt, wie das wird. Auf der Packung stand, dass die ein bisschen Öl angebraten werden, deswegen habe ich die jetzt noch ein bisschen eingepinselt. Und während die Burger-Patties angebraten werden, schneiden wir schon mal Zwiebeln, Tomaten und Mozzarella bereit, dass wir dann unseren Belag schon vorbereitet haben. Und für einen guten Burger braucht man auch eine tolle Soße, deswegen habe ich noch Mayo mit Pesto gemischt und das passt hier perfekt einfach zu diesen Zutaten. Das wird dann gut durchgemischt. Die Burger-Patties sind dann auch relativ schnell fertig, da kommt dann direkt der Mozzarella drauf, dass der ein bisschen anschmilzen kann. Dann einmal auf die angetoasteten Burger-Buns etwas von der Pesto-Mayonnaise. Dann Rucola. Die Burger-Patties mit der Mozzarella, rote Zwiebeln obendrauf, zwei Scheiben Tomaten, oben auf den Deckel nochmal Soße, Deckel drauf, Spieß rein, fertig. Sieht das nicht gut aus? Hammer. Also echt eine tolle Kombination, hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Kann ich echt empfehlen, mal nachzumachen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut.